Hallo liebe Freunde, heute würde ich gern für euch ein B2-Dialog präsentieren. Das ist für die mündliche Prüfung Teil 3 und wir haben folgende Thema. Eine Gruppe von deutschen Schülerinnen und Schülern macht eine Rundreise durch ihre Heimatstadt. Sie besucht auch ihre Heimatstadt 2 Tage lang. Ihr Partner, ihre Partnerin und Sie sollen den Aufenthalt der Gruppe planen. Überlegen Sie, welche Sehenswürdigkeiten es in Ihrer Heimatstadt gibt. Machen Sie Ihrem Partner, Ihrer Partnerin Vorschläge und entwickeln Sie gemeinsam ein 2-tägiges Programm für die Gruppe. Also Freunde, ich habe für mich und für meine Partnerin die folgende Dialog geschrieben. Frau Liebrecht, wir sollen ein Programm für eine deutsche Schulgruppe machen, die meine oder deine Heimatstadt für 5 Tage besuchen will. Da haben wir gleich ein Problem, das wir lösen müssen. Sie sind aus Brasilien und ich komme aus Armenien. Welche Stadt sollen die Schüler besuchen? Was halten Sie davon? Wissen Sie, Brasilien ist so weit, da ist es unwahrscheinlich, dass Schüler dahin fliegen. Wie viele Stunden fliegt man von Deutschland nach Armenien? Circa 5 Stunden. Da haben Sie recht. Also machen wir ein Programm für 5 Tage in Armenien. Ja, und auf jeden Fall sollten die Schüler alle wichtigen Sehenswürdigkeiten sehen. Was schlagen Sie denn vor? Da gibt es so viel zu sehen. Zum Beispiel, am ersten Tag können wir Goschawank besuchen. Das ist im 10. Jahrhundert ein wichtiges kulturelles und wissenschaftliches Zentrum war. Das ist ein altes Kloster. Wissen Sie, manche Ausländer interessieren sich für Armenien, weil es das erste Land war, wo das Christentum als Staatsreligion erklärt wurde. Ja, genau. Das macht Armenien so sehenswert. Ich habe ein bisschen im Internet über dein Land recherchiert und finde ihre Geschichte und alte Kultur sehr interessant. Ja. Und am nächsten Tag können die deutsche Schule eine armenische Schule besuchen. Vielleicht finden Sie das interessant. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach ist, eine Schule zu finden, die sich daran beteiligt. Da finden wir bestimmt eine. Armenische Leute sind sehr gastfreundlich und flexibel. Und für die armenische Schule wird es auch sehr interessant sein, deutsche Schüler kennenzulernen. Vielleicht kann man auch irgendwann einen Austausch organisieren. Ja, das ist gut. Sie haben mich überzeugt. Dann haben wir schon für den ersten und zweiten Tag fast alles geplant. Aber wo muss die Gruppe eigentlich übernachten? Wir müssen uns natürlich um ein Hotel kümmern. Ich schlage vor, dass man am Morgen im Hotel gemeinsam frühstückt. Dann fahren wir zur Schule. Dort können Sie am Unterricht teilnehmen. Dann gemeinsames Mittagessen in einem Restaurant. Und am Nachmittag mit dem Bus durch die Stadt fahren. Ja, das ist eine gute Idee. Und lass uns jetzt über den dritten Tag sprechen. Was können wir machen? Vielleicht fahren wir am Vormittag nach Tatev. Um das Kloster Tatev zu erreichen, kann man die Seilbahn nehmen, die mit 5770 Metern die längste Seilbahn der Welt ist. Tatev wurde im 4. Jahrhundert gegründet als Kloster und war ein bedeutendes Bildungszentrum.
Und wie lang sollen wir fahren von der Hauptstadt Jerewan bis nach Tatew? Tatew ist etwa 230 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Dann können wir da übernachten, weil am gleichen Tag es schwer wird, hin und zurück zu fahren. Da können wir anderes Hotel buchen, also 2 Tage im Jerewan und 2 Tage in Tatew. Einverstanden, Frau Asse. Dann sehen wir uns später. Ja gut, Frau Liebrecht, bis dann. Also jetzt, meine liebe Freunde, haben Sie Ihre Gedanken gut geordnet und damit eine gute Ausgangsbasis für die mündliche Prüfung haben. Lesen Sie Ihre Notizen noch einmal durch. Sie können Namen wechseln, Städte wechseln und Sie können die Partnerin oder den Partner auch noch fragen, was er gerne macht, welche Hobbys sie hat. Allerdings müssen Sie erinnern, dass für den Dialog Sie haben nur 5 Minuten Zeit. Also schreiben Sie nicht viel, aber schreiben Sie bitte für B2, also benutzen Sie bitte etwas schwierige Ausdrücke. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann, bis nächstes Video. Tschüss.